USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Anna Puerta, leader of demonic local cult The Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. The group fears that she has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Oh, Bob! Bob, sind wir jetzt endlich da? Oh, scheiße! Ginger! Oh. Wo ist Bob? Was hast du mit Bob gemacht? Edo. Was hast du mit Bob gemacht? Ich hatte Hunger. Muss ich mich jetzt mit dir abgeben, komm mit. Weißt du, um was es geht? Also... Ich habe Hunger. Schatz. Rothaarige immer. Also. Wir kommen da nicht rein. No trespassing. Perfekt. Oh, schau mal. Wir können doch einfach drüber klettern. Mit Ginger ein bisschen schwierig, oder? Scheiße, die kann was. Jetzt mach aber mal langsam hier mit den Ginger-Witzen. 14. Oktober. Es war nicht einfach, die Ziegen für das Beschwörungsritual zusammenzutreiben. Gut, dass ich so viel verdammtes Heu hatte. Langsam frage ich mich, ob es eine gute Idee war, es alleine zu tun. Nathan hat mir immer gesagt, dass ich mit meinen Leuten sein sollte, wenn die Zeit gekommen ist. Ich fühle mich seltsam, als würde meine Haut brennen. Ja, ist bestimmt alles in Ordnung. Ja, ein Pilzbefall war es nur. Warum liegt hier Stroh? Warum hast du rote Haare? Du musst hoch. Ah, Radiation Hazard. Die brennende radioaktive Mülltonne. Klassiker. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Ich frag mich echt, wo Bob ist. Oh mein Gott, Ziegenschädel! Was ist hier passiert? Hey, gibt's einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel, um was zu lesen. 16. Oktober. Das ist alles, was ich von The Watchers aufsammle. Oh, ich weiß, was ich tue. Es ist fast an der Zeit, die Ziegen zu opfern. Das muss unbedingt ich machen. Wenn ich jetzt noch jemanden einbeziehen würde, könnte ich meine Verbindung zu Azazel verbrechen und würde er verbannt werden. Warum zittere ich? Warum zitterst du? Ich habe also... Was? Jetzt hast du... Oh, komm, Ziegis! Komm! Lauft, ihr seid frei! Oha! Oh, oh Maschallah. Hier sind Batterien. Maschallah. Ich meine, kann ich lesen. 17. Oktober. Ich höre Azazels Stimme in meinem Kopf. Ich führe seine Wut in meinen Adern. Ich habe das Gefühl, dass ich die Kontrolle über ihn verliere. Ich verstehe das nicht. Ich kann die seltsamen Worte aus meinem Mund strömen nicht aufhalten. Während ich sie spreche, heben sich seine Lakaien überall um mich herum und... Auf Wiedersehen. Willst du ohne mich gehen? Echt? Hier ist ein Messer. Guck, wir können uns sogar unser Essen schon machen. Ja, ich mag den Ton nicht. Ich mag den Ton auch nicht. Komm mit. Bleib hier unten. Hallo? Anna? Geht's dir gut? Okay, es tut mir leid. Lauf! Die ist weg. Okay, das war nur ein Jumpscare. Das war alles geplant. Hier geht's rein. Küche stehen. Will ich in die Küche? Bei deren Kochkünsten? Was ist das für eine schlechte Tasche? Ich habe das Spielzimmer. Ich habe das Spielzimmerschlüssel gefunden. Bist du oben oder was? Hier ist noch ein Zettel. Oh, Fragezeichen Oktober. Sie scheint das Licht zu fürchten. Ich versuche sie aufzuhalten, aber Hilfe, verzeiht mir. Irgendwer war aber auch hier. This way. Ja? Oho. Ich kann das Benzin mitlesen. Benzin kann man immer gebrauchen. Und... So, wir wickeln die ganze Bude einfach ab. Dann ist der Geist tot. Okay, wo bin ich denn hier gelandet? Hier ist sehr viel... Oh mein Gott, die steht da einfach rum. Moin. Hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie macht man das so freundlich dann? Rechtsklick. Ich bin halt oben. Wir sind noch mehr Fliegen. Anna hat anscheinend Kohle, wenn die so ein fettes Haus hat. Das Haus ist nicht das einzige, was bei ihr fett ist. Soll den Käfig nicht aufmachen? Ah, nee. Dafür braucht man extra was, war doch. Feuermensch? Dafür braucht man extra Spussing. Meine, ich bin auf dem Dachboden. Oh. Hey, Jeremy! Lauf nicht weg! Okay, lauf weg. Ist mir auch egal. Kann ich mich mit Benzin übergießen? Hallo. Lass runter. Ich will das Ding abfangen. Oh, ich bin jetzt hier in der Küche. Wir sind die ganze Bude soll brennen. Das fließt dann weg. Hier ist eine Rose. Kann man leider nicht. Gehen wir mal weiter. Wie Fleck. Eigentlich ist sie ja ganz friedlich, muss ich schon sagen, ne? Ja. Also irgendwie, die schaut mich einfach nur an und denkt sich so, ja, hi. Hier ist eine Ziege. Ich glaube, die kann mich nicht mal sehen. Ich glaube, die ist einfach nur blind. Wollen wir es hoffen? Oh Gott, die läuft auf mich zu. Nein, die redet mit mir. Ich kann keine Konversation mit Frauen führen. Ich muss hier weg. Guck, Stroh für dich. Ja, fein. Ich habe eine Ziege. Ich dachte gerade, wo ist denn die Ziege jetzt hin? Digga, du packst sie ja voll am Hals. Sie habe ich jetzt mitgenommen. Das ist jetzt meine. Komm mit, wir verbrennen sie. Oh Gott. Hier, komm, hier geht's raus. Bist du sicher, dass wir das tun müssen? Bin mir nicht sicher, die Babyziege eigentlich nicht verbrennen. Einfach ausrufen. Renn! Ja, stirb! Ich will die Ziege nicht verbrennen. Oh mein Gott. Eine von 10. Okay, also wir brauchten mehr. Das mochte sie nicht. Wir brauchen mehr Stroh, damit wir mehr Ziegen einfangen können, damit wir... Du machst die Ziegen, oh mein ich Gott, mach voll die Ziegen sind im Keller. Die rennt gerade. Die kommt hier runter. Wirklich? Sicher? Nein. Die ist doch über uns, die ist direkt über uns. Ja, aber die Tür ist so... Die Tür ist ja scheißegal, die läuft da durch. Die ist wie ein Salzkreis, da kommt die nicht rein. Trust me. Ja, mach was! Trust me. Ja. Oh mein Gott. Und die kommt noch da draußen. Ja, das UV-Licht ist gut gegen sie. Nö, die kommt hier nicht runter. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier war ich doch noch. Aber ich finde keine Ziegen. Ich bin in ihren Antiquitätenraum. Oh, da ist eine Rose. Weniger Antiquitäten, wo Gutachten mehr Ziegen finden. Ich bin in den komplett anderen Teil des Hauses. Wo bin ich denn? Nee. Bist du das UV-Licht da? Ah nee, hier bin ich. Oh Gott. Ein Mähmäh. Ja. Ah, nein. Wie mache ich? Einfach fallen lassen oder was? Komm her. Einfach vor der Ziege das Stroh fallen lassen und dann kann die Ziege auf den Arm nehmen. Meine Ziege. Sag, eine Ziege. Ich mag das nicht. Warte, bevor du die Ziege verbrennst, lass mich direkt noch eine holen. Dass wir direkt zwei Ziegen haben, weißt du? Wir haben jetzt Gemeinschaft. Oh Gott, was ist das? Oh Gott! Da kriegt irgendjemand durch den Flur. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich wollte gerade raus, die steht da. Oh. Wir machen jetzt Vollfeuer, oder? Warte auf mich bitte. Ich will nicht hier drin sein, wenn du das machst. Oh mein Gott, die steht neben mir, bitte nicht. Ich bin keine Ziege. Ja! Renn! Und meine lacht einfach. Irgendwie gefällt mir das gerade nicht. Ja, das ist bei mir. Besser so. Solange sie nicht bei mir ist, ist alles gut. Hey, nein! Nein, hier ist das! Lauf! Digga, bist du ein Wichser, ne? Das bedeckt mir jetzt drauf einmal verbrennen. So ein Double-Tap willst du machen. Und, ich mag das nicht im Haus zu sein. Und schmierigen Doppelstricher, hä? Ja, weißt du, so 2 Ziegen rein da, Benzin drüber anzünden. Da ist meine ganze Benzin dahin. Wie was? Was passiert hier? Ist tot. Bist tot? K.O. Wie, du bist K.O. Ich glaube, ich lieg. Ja. Die campt ja ab! Dieses Spawn-Camp am Boden. Hab ich doch gerade versucht? Ja, du musst nur lange genug draufhalten, dann ist er weg. So. Ja, was rennt die mir denn? Warte, die. Schneller als ich. Ist immer noch in der Animation. Jetzt rennt die. Jetzt rennt sie durch die Tür nach rechts. Lauf einfach außen rum, Mann. Ha! Ich hab besser Call of Duty gespielt als du blöde Bitch. Oh, mein Ginger Girl, komm hoch. Oh, nein, nein. Die rennt wieder rein, die hat dich gesehen und ist wieder reingerannt. Okay, ich soll immer aufhören, mit diesem ganzen Ginger-Witz. Die ist doch nicht dumm. Ja, also wirklich. Ginger machen schon so genug durch. Es ist kein Durchgang. Aber die rennt mir hinterher, also ist es egal. Ja, die sieht mich nicht. Ich bin still. Ich suche Ziegen, alles gut. Nein, 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 stopp! Ist hier irgendwo Licht? Nein! Aber es könnte gleich so sein. Gibt's hier irgendwo einen Safe-Spot oder so? Hilf nein, mir du musst sie anscheinen, wenn die Augen nicht mehr rot sind. Hilf mir, ich komm wieder vorne. Die hat immer noch rote Augen. Nein, natürlich. Oh. Nein, nicht weglaufen. Oh mein Gott. Guck, jetzt die wieder ganz entschieden. Jetzt bringen wir die Ziege zum Feuerkelch. Mit Bob wäre ich viel weiter gekommen. Ich darf auch einfach gegen ihn. Ich kann die Ziege leider nicht Feuer rein tun. Ja, brennen! Ziege verbrannt. Digga, sind erst 3 von 10, ne? Und die wird immer aggressiver. Ja, ich hab ja noch eine. Ich hab noch eine dabei, die Ziege. Und rein damit. Wir brauchen wieder mehr Benzin. Perfekt, hast du. Schau, ob die kommt. Zünd an, ich lenk sie ab. Ja, wir sind nämlich Satanisten, Kultisten, aber trotzdem. Oh, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf weg, lauf doch! Hm, Kollision ist bestimmt cool. Die hat jetzt rote Augen. Ich bin nach unten, sie läuft mir hinterher. Das Kack. Die Tür geht nicht so schnell auf. Oh, die Tür ist offen. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Wo bist du? Ich laufe hier einfach nur irgendwo lang. Bis ja, ich hier, in der Sackgasse ankomme. Gerade am Haupteingang. Okay, ich hab Lampe ist leer. Anna! Ich bin zu Hause! Ich hab dir was zu essen mitgebracht. Bitte, bitte, es tut mir leid, was auch immer ich zu dir gesagt habe. Digga, ich wollte gerade Dachboden, weil ich dachte, sie wären niemals im Leben auf dem Dachboden. Die Jagd! Die Jagd! Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Auf! So, hier. Nein, komm mit! Lauf den hinterher! Wohin geht's? Hä? Das sind einfach die Spawn. Oh nein, ernsthaft. Müssen die suchen. Snack! Der ist Heu. Snack es! Ender. Ist ein Hobby-Satanisten. Yes! Ja, 5 Ziegen verbrannt. Hast du gerade gehört, was du gesagt hast? Bei mir ist nur gedacht. Mach rein! Ja, 6 von 10, ne? Oh, die kommt. Rote Augen? Danach hat sie rote Augen laufen. Es läuft an mir vorbei. So, ja, ich bin gut. Ja, ich auch. Oh, die ist einfach an mir vorbeigelaufen. Ich finde es gut. Ich appreciate das sehr. Bombcamper. Rote Augen. Ja. Ja, ist mir jetzt scheißegal. Du bist da! Ah. Hier ist eine Ziege. Mit sehr viel Alkohol. Wundert mich nicht, dass sie so aussieht. Ich habe kein Gras dabei. Also kein Heu, also. Ich hatte doch Gras habe ich dabei, aber kein Heu. Gib mal am Sapp. Wo ist die? Draußen. Nein, die ist im Keller. Das ist unfair, die steht jetzt mitten in der Tür. Die rennt weg. Die Pussy! Oh, du stirbst jedes Mal. Was machst du denn noch so doof? Hinter der. Ja, die chillt da auch. Lauf. Lauf, Boris, lauf! Nö. Sag, das ist Nummer 7, oder? Ja. Was ist das für Geräusche? Lebst du noch? Ja, ich bin Ritter. Oh nein. Ich bin tot. Oh! Die werden schneller aus. Du bist tot? Ja, ja, die ist schneller. Hat sie dich schon? Kannst du nicht auch mal sterben? Eigentlich habe ich es heute nicht so vor, ne? Wo war denn hier jetzt diese blöde First Aid hier? Willst du dich auch mal wehtun, du blöd... Oh Gott, wenn die Uhr tickt, dann wird die, glaube ich, immer aggressiv, oder? Jetzt nervt mich nicht, ihr Mini-Dämon, Alter. Ihr seid doch... Oh, hat lange, aua! Oh, fuck. Hallo? Meine Au... meine... Der hat mich. Meine Taschenlampe hat nicht mehr funktioniert. Meine Taschenlampe hat nicht mehr funktioniert. Jetzt? Wir haben... Wow. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Lasst eine Bewertung da, damit ich sehe, dass es euch gefällt. Und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Ich finde es mega geil. Und natürlich mit meinem Partner. Das ist am besten. Auf jeden Fall vielen Dank an Lukas, dass er mitgemacht hat. Und haut rein. Ich freue mich immer wieder dabei zu sein. Haut rein und ciao, Leute.